Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht's um den wahrscheinlich stärksten Zauber im DLC, wenn nicht sogar vielleicht sogar im ganzen Spiel von Elden Ring. Shaulock geht da raus an Serkan, der hat den Zauber benutzt, als wir heute ein bisschen Koop gemacht haben im Stream. Und da habe ich direkt gesagt, das muss ich auch austesten. Und ja, was soll ich euch sagen? Der Zauber, den ich euch zeigen werde, ihr werdet seht's unten links schon, undurchdringliche Dornen. Ist somit das Stärkste, was es aktuell im Spiel gibt, was Zauber angeht. Muss ich noch mehr sagen als das, was ihr gerade da gesehen habt? Vielleicht ein bisschen, ne? Das ist ein Dornenzauber, den man mit vielen Dingen kombinieren kann, der sehr stark ist, der auch schon grundsolidemäßig mega stark ist. Fangen wir mal am Anfang an. Also, was habe ich hier? Ich habe hier den mütterlichen Stab, für all die es nicht wissen. Alle Zauberstäbe wurden genervt, bis auf den mütterlichen Stab, der ist ja neu reingekommen aus dem DLC. Das ist so der beste Stab, den ihr aktuell haben könnt. Und dann habe ich hier noch Stab der Schuldigen, weil der erhöht den Schaden von Dornenzaubern. Ich nutze aber zum Beschwören des Zaubers den mütterlichen Stab. Dann könnt ihr hier entweder Wahres bzw. die weiße Maske nehmen für Blutung, da macht ihr nochmal mehr Schaden. Oder ihr könnt auch Aldrich Spitzhut nehmen, weil Aldrich Spitzhut auch Dornenzauber verstärkt. Das könnt ihr ein bisschen machen, wie ihr wollt, entweder den Hut oder wahre Maske, das ist eigentlich egal. Aber wichtig ist, dass ihr hier Aldrichs Robe und Aldrichs Armschutz nehmt, weil die beiden halt auch die Dornenzauberei verstärkt. Die Schuhe. Beziehungsweise die Beine sind egal. Da habe ich einfach das Stärkste genommen, was ich aktuell habe, um ein bisschen Def zu haben. Aber ja, das ist die Rüstung. Dann könnt ihr hier Jubel des Blutes nehmen. Ich habe hier Radagons Ikone. Ihr könntet aber auch den DLC Talisman nehmen, der eure Zaubereigeschwindigkeit noch weiter erhöht. Aber wenn ihr euch dann mal die Def anguckt, die geht so extrem runter, dass ich mich da einfach gegen entschieden habe. Das muss nicht unfassbar schnell gezündet werden und das macht dann auch nicht so einen krassen Unterschied. Dann habe ich hier noch ein bisschen Def, weil ja die Rüstung nicht ganz so stark ist und den Götzentalisman, um die Zauberei zu erhöhen. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Jetzt zeige ich euch noch, wo es den Zauber gibt. Den gibt es nämlich im DLC. Leider kann ich euch das gerade nicht zeigen, weil ich gerade einen neuen Spielstand gestartet habe. Deswegen würde ich sagen, zeige ich einfach einen Clip. Aha. Aha, krass, habe ich nicht gesehen. Undurchdringliche Dorn. Cool. Gucken wir mal, was das hier beim Drachen macht. Würde mich selber auch mal interessieren. So ein Drachen. Ah ja. Das Coole ist halt, man kann es übertrieben rein spammen. Das bedeutet, ihr habt fast keine Zauberzeit. Und könnt das extrem, extrem schnell hintereinander rein spammen. Und wichtig ist eigentlich nur eine Sache. Ihr müsst ganz nah am Gegner dran sein. Umso näher ihr dran seid, umso mehr Schaden macht ihr. Und ja, der staggert extrem rein und ist einfach unfassbar stark. Was soll ich noch anderes sagen? Und ich muss sagen, das Krasse ist, das ist so stark, dass ihr es eigentlich gegen jeden Gegner einsetzen könnt, der irgendwie bluten kann. Und nicht nur ihr, sondern auch eure Mimik macht unfassbar Schaden, was das angeht. Und so ein Mock ist einfach schneller tot als irgendwas. 30.000 sind hier gerade. Also das macht unfassbar viel Schaden. Ist mit Abstand der stärkste Zauber, den ich bisher, vor allem in dieser Geschwindigkeit, den ich jemals im Game gesehen habe. Vielleicht noch eine wichtige Information zur Skillung. Das Ganze skaliert mit Arkan. Das heißt, umso mehr Arkan ihr habt, umso mehr Schaden macht ihr auch. Aber ja, das war es im Prinzip. Ich werde jetzt in DLC gehen und dort mit diesem Zauber durchgehen, weil ich habe mir sagen lassen, im DLC soll der Zauber nochmal viel, viel, viel mehr Schaden reinhauen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare zu dem Zauber. Ich finde den, ja, es ist schon sehr krass, also fast schon zu OP. Gerade gegen alle Bosse, die irgendwie blutungsanfällig sind, ist das ja unfassbar crazy stark. Und ja, wenn ihr mal live dabei sein wollt, ich werde heute bestimmt hier den DLC durchmachen. Kommt gerne mit dazu und checkt Twitch ab. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Alter, wie viel Schaden? 6K waren das.
Lol, Alter. Lol, 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 lol. Das war ein bisschen krass. Das war ein bisschen sehr krass.